ohne Spaß, du bettelte Bursch, hör schon mal die Scheiße ab hier, ekelhaft, bäh! Hey, ihr Freaks! Heute mal ein sehr interessantes Thema, stellt euch mal vor, nicht nur ihr Mädels habt Probleme, nein, auch wir Jungs, Männer etc. haben Probleme. Und zwar richtig nervig und ekelhafte Probleme. Die Jungs haben ein Problem, wenn wir feiern gehen. Während die Weibchen ihre Sachen in eine Tasche stopfen, müssen wir uns Gedanken machen, wohin mit dem ganzen Scheiß. Schlüssel, Handy, Portemonnaie, Kippen, Partybrille, Drogen und zu guter Letzt die Little Jeans. So, jetzt stell mal vor, du hast eine Röhrenjeans an und musst dann alles in die Tasche stopfen. Wie sieht denn aus? Also ich finde, das ist ein Problem für mich und alle Männer, die draußen gibt, die feiern. Dankeschön. Also ich persönlich trage ja immer lockere Boxershorts. Die sind wirklich bequem und luftig, doch zwei negative Aspekte hat es trotzdem. Wenn ich mich nur leicht bekleidet auf die Couch setze, sieht man mein ganzes Gebamsel raus hin. Ohne Absicht, versteht sich. Links die Patronen, rechts die Schrotflinte. Ja, ich bin Rechtsträger, na und? Und der zweite Aspekt, wenn ich mir dann über meine Shorts noch eine Buchse drüber ziehe, wird die Boxershorts automatisch zum Tanger und klemmt überall, ohne Spaß. Mein ganzer Sack richtig eingeklemmt, so richtig. Wer von euch Männern kauft denn eigentlich weiße Boxershorts? Respekt dafür. Wir Jungs, wir rasieren ja nicht nur unsere Fresse. Nee! Brust, Arme, Beine und Achsel. Doch am schlimmsten unter allen Bereichen ist natürlich der Intimbereich. Wenn ihr Mädels meint, wir sind faul, dann müsst ihr das mal machen. So. Ihr könntet ja nicht, weh, aber das ist einfach nur ekelhaft, Alter. Das ist wie rhythmische Sportgymnastik. Ohne Spaß. Also. Und dann muss man auch noch alles so lang ziehen und Beine breit, damit man auch alles kriegt, ja? Wie sieht das sonst aus? Und außerdem piekst ja irgendwann. Und außerdem wollen wir Männer euch Mädels ja ein bisschen geschmackvoller machen. Boah, Jungs, ey. Müsst ihr auch im Sitzen pissen? Also, ich hab ja wirklich nichts dagegen, aber jedes Mal, wirklich jedes beschissene Mal, dieser letzte Tropfen. Ja, was ist Tropfen, Alter? Das ist wirklich, wie wenn du den Wasserhahn aufdrehst, wirst du gleich volle Stärke. Kommt das nochmal raus? Kaum erhebt man sich von der Brille, kommt gleich nochmal so ein richtiger Schub. So richtig, entweder wirklich hast du eine Klobrille drauf. Oder du läufst so richtig schön unten am Bein lang, ja, so richtig schön und über die Haare so drüber. Geil, sag ich euch. Ja, vielleicht sollten die Jungs einfach so Klopapier davor packen, damit auch gar nicht mehr passiert, ja. Aber da denkt ja kein Junge dran. Faulheit siegt. Mir fällt auf, könnten wir auch eigentlich gleich im Stehen pissen. Weil, ob wir nur im Stehen oder im Sitzen pissen, im Endeffekt kleckern wir ja so oder so, oder? Wir Männer haben ja grundsätzlich zu wenig Muskeln. Während ihr Mädels euch zu fett findet, finden wir uns zu dünn. Und wenn man dann Muskeln hat, dann kann man gar nicht mehr aufhören und wird dann irgendwann zu so einem Michelin-Männchen. Diese aufgeplusterten Anaboliker-Typen, ja, die dann immer mehr wollen, aber irgendwann ist ja mal ein Punkt, wo ich mehr geht. Und das müsst ihr kapieren. Ansonsten sieht's scheiße aus. Jungs, tut mir einen Gefallen, ja? Wenn ihr shoppen geht, dann geht alleine shoppen. Denn sobald ihr mit einer weiblichen Person shoppen geht, habt ihr ein richtig großes Problem. Fucking Problem. Problem. Aber ein richtiges Problem. Mehr als ein Problem. Tja, ein Problem halt. Denn von den 4 Stunden, die du mit ihr shoppen gehst, stehen dir genau 10 Minuten zu. Ja, um vielleicht Eis zu kaufen oder mal pissen zu gehen. Oder mal Hallo zu sagen, so McDonalds-Verkäuferin oder so. Man kommt ja als Junge noch nicht mal mehr zum Gucken oder Anfassen. Doch wisst ihr, was noch zum größeren Problem wird? Wenn die Damenwelt nichts findet, mit der du unterwegs bist. Die werden richtig pissig. Und egal, was du denn als Mann machst, das ist falsch. Ja. Das ist falsch. Ey, Baby, komm, Alter, lass mal nochmal da gehen. Da waren wir noch nicht, da findest du ein Stück weit, Mann. Glaub mir, ohne Spaß, da findest du was. Nee, das ist doch nicht mein Tag. Und du bist schuld. Was mich ja richtig nervt, mich persönlich jetzt,
weiß nicht, wie bei euch ist, Jungs, aber mich persönlich, für mich ist es auch ein Problem, ist, dass man alle 2 bis 4 Wochen zum Friseur muss. Ich sehe sonst aus wie ihr. Das steht mir hier. Sieht aus wie Pumuckl und Spatel. Und jetzt überlegt mal. 30 Euro im Monat, 360 Euro im Jahr, da kann ich mir ja schon eine PS4 verkaufen. Ich opfere eine PS4, um dir zu gefallen. Bitteschön. Stell mal vor, du wirst früh wach. Du denkst so, oh, geil, alte Scheiße, war das ein geiler Traum. So geil, ich hatte den geilsten Sex im Traum. Ohne Spaß, geil. Doch im nächsten Moment machst du die Decke hoch und überall Ficksahne. Überall. Alles versifft und klebt überall zwischen Sack und Bein, an den Boxershorts, an den Haaren, überall. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, du kriegst die Scheiße nicht ab. Das ist wie Kleber. Ey, da rupst du dir den ganzen Oberschenkel, wenn du schlafst. Ohne Spaß, du bettelst der Bursch. Rutsch mal die Scheiße ab hier. Ihr Frauen wisst ja, wie das klebt. Zumindest ist die schon... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Was natürlich noch ein Problem ist und jeder Junge weiß es und jeder Junge hat es bestimmt auch schon tausendmal gehört, aber ich muss es jetzt einfach nochmal erwähnen, die sogenannte Mola. Kein Junge kann mir erzählen, dass er noch keine Mola hatte in seinem Leben. Meistens hat man sie, wenn man pissen gehen muss. Ja, und da musst du dich anstrengen als Junge und musst sie wirklich zwischen, du musst sie wirklich runterdrücken, es ist wirklich wahr, man muss sie wirklich runterdrücken, ja. Man muss sich auch weit hinten am Klo wirklich so weit wie es geht hinsetzen. Ja, bist du schon hinten dran, bist mit deiner Arschritze. Dann drückst du runter, richtig. Drückst du runter und dann pissst du. Und dann musst du wirklich aufpassen, dass du nicht zwischen Klo und Klobrille durchpisst. Ist mir auch schon passiert. Muss ich sauber machen. Aber habe ich nicht. Doch, habe ich. Ist auf jeden Fall richtig pervers. Ja, aber die Mola gehört einfach im Leben dazu. Und dann müssen wir durch. Ja, Mola. Ja, das war's schon. Das war mein Video. Jungsprobleme. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wünsche mir von euch natürlich einen Daumen nach oben. Ja, und schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie ihr das Video gefunden habt. Wie es geil war. Wie die Bade, die Taben, den 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 Taben, nein, wünsche mir natürlich einen Daumen nach oben und freue mich über positive Kommentare. Nehmt nicht alles so ernst, Mädels, ja. Spaß muss sein, schrie Wallenstein und schob die Eier auch mit rein. Der war nicht gut, okay. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und macht was draus. Bäh!